Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder. Und ich werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Und ich sei dir, Christus. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Und später einmal wird Thomas sagen: Wenn ich nicht meine Hand in seine Seite lege und meine Finger in seine Nägel, die Nadel seiner Nägel, glaube ich nicht. Es ist der Skeptiker, der nicht so recht von der Liebe Gottes durchglüht ist, der im Inneren erkaltet und deshalb in einer gewissen Distanz zu Jesus steht, aber dennoch ihn sucht. Denn diesen Stein in seinem Herzen, der wie so ein Eiswürfel ist, muss er immer wieder neu überwinden. Und Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Denn der Weg zum Vater, das ist die Liebe des Sohnes. Wir dürfen Anteil haben an der Liebe Jesu, an der Liebe Jesu zum Vater. Und mit Jesus den Vater zu lieben. Das ist etwas, was den meisten Gläubigen unnütz erscheint. Das bringt ja nichts, weil wir in unserem christlichen Dasein zu sehr aufs Innerweltliche ausgerichtet sind. Aber die Liebe zum Vater ist das Fundament, wo der Baum unseres Lebens tiefe Wurzeln schlagen muss, damit er von da aus wachsen kann und Kraft findet, um eben reiche Frucht zu bringen. Und Jesus weiß, je mehr wir in der Liebe zum Vater verwurzelt sind, umso mehr werden wir dann das sein können, wo wir in der Lesung gehört haben: Die ganze Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Und das ist auch das, woran die armen Seelen am meisten leiden. Sie stehen vor Gott, vor seiner unendlichen Liebe. Sie begreifen, wie nahe sie ihnen immer war, jeden Herzschlag ihres Lebens. Denn aus dieser Liebe her hat ihr Herz geschlagen. Und wenn Gott es zurückzieht, dann schlagt das Herz nicht mehr. Jeder Herzschlag geschenkt aus unendlicher Liebe. Und wie sehr habe ich an dieser Liebe vorbeigelebt?
sehr habe ich an ihr vorbeigehen. So Schmerz, der Trauer, wo man jeden Augenblick seines Lebens bereut, wo man diese Liebe missachtet, vielleicht sogar mit Füßen getreten hat. Wie sehr würde man gerne diese Zeit wieder zurückholen und das Fegefeuer ist ein brennender Reinigungsschmerz über die Trauer, über diese Zeit, in der man so vieles versäumt hat, weil es nicht stattgefunden hat. Und diese Zeit der Trauer im Fegefeuer, einerseits eine Hoffnung, weil man weiß, man ist gerettet, es kann nichts mehr geschehen. Und es, die Seelen sind zufrieden, weil sie diese Genugtuung leisten können. Ihr selbst habt vielleicht schon erlebt, wie gut es tut, wenn man Schuld begleiten kann. Das brauchen wir. Dass wir selbst die Dinge in Ordnung bringen, die nicht in Ordnung sind. Es gehört zu unserer menschlichen Würde und unserer Natur. Und so ist dieses Leiden ein langsames Abarbeiten dieses Schuldenbergs. Es ist kein aktives Tun mehr, das können die armen Seelen nicht mehr, das können wir hier auf Erden. Im Lateinischen heißt es, Satis Passio. Satis Factio ist das Tun. Und die Satis Passio ist das Erleiden. Wir können Ihnen mithelfen auf diesem Weg. Durch unsere Buße, die wir tun. Durch die Opfer, die wir da bringen. Durch alles, was es zu erdulden gibt aus dieser Welt, dass wir es aufopfern. Durch unsere Gebete, durch spezielle Verehrung des Leibes unseres Herrn, seiner Wunden, seiner Dornenkrone, seines heiligsten Herzens, seines kostbaren Blutes. Alles, was die Schuld der Menschen tilgt an Jesus. Wir können beten durch Anbetung, Rosenkranz, Studium der Heiligen Schrift, mindestens eine halbe Stunde. Im letzten Wochenblatt habe ich eingehend darüber geschrieben und das der Kreuzweg natürlich, dahin geht es her, den wir beten. Und das Allergrößte ist die Heilige Messe. Das Heilige Messopfer Jesu. Seine göttliche Liebe, sein heiligstes Herz, das sich hineingibt, hineinopfert. In die Worte beim letzten Abendmahl. In seinem Kreuzsterben. In seiner Liebe, die er als Auferstandener schenkt. In jedem Wort, das er spricht, durch die unreinen Lippen des Priesters, hinein in die Brotsgestalt, in die Kirche. Es ist ein Opfer für den Herrn, sich hineinzuopfern ganz und gar in eine oft innerlich abwesende, ihm gegenüber erkaltete, gleichgültige, ja vielleicht mit Ressentiment bestückten Kirche. Jeden Tag neuen Herzen, die ihn nicht wirklich wollen und
zur Kommunion gehen, damit ihre Schuld vergrößern, weil sie in unrechtmäßiger Weise kommunizieren oder einfach den Herrn nicht lieben. In all das hinein opfert sich der Herr immer wieder aufs Neue. Und er schenkt seine Liebe. Und er wartet auf unsere Antwort. Und diese Liebe legt er in unsere Hände, damit wir sie, er legt sie in die Hände der Kirche, damit wir sie dem Vater aufopfern können. Damit wir sie als Bezahlung der Schuld, der Distanz unserer armen Seelen im Fegefeuer Gott darbringen können. Das allergrößte Mittel zur Rettung und Erlösung unseres Herrn, das uns der Herr gibt, für die armen Seelen im Fegefeuer. Sie brauchen es so dringend. Wir haben keine Ahnung, wie groß ihre Leiden sind. Wenn wir einmal im Fegefeuer sind, jeder einzelne Tropfen, den man uns spendet, wir sind unendlich dankbar. Wir brauchen sie mehr als ein Stück Brot. Und gleichzeitig, wie wenig wird für die armen Seelen gebetet und geopfert, weil momentan eine Gesinnung ist, wir kommen eh alle in den Hund. Und wie sehr wir auch, weil wir das missachten, vielleicht Strafe auf uns ziehen. So wollen wir diese Tage nutzen, im vollkommenen Ablass, in unseren Gebeten, in unserer Liebe, in unseren Opfern, dass wir unser Möglichstes tun zur Errettung der Seelen. Amen. Vergelt's Gott.